Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 21, Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion Die Linke zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Hier Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes. Ich nutze jetzt die Dauer des Platzwechsels für einen kleinen sitzungsleitenden Hinweis. Wir befinden uns auf der Zielgerade des heutigen Tages. Wir haben eine Vielzahl von 2-Minuten-Beiträgen, was natürlich das Zeitmanagement des Präsidiums erheblich belastet. Deshalb bitte ich darum, dass alle Rednerinnen und Redner ihre Redezeit auch exakt einhalten, damit ich meine gute Laune in den Rest des Abends retten kann. Das ist wirklich ein Grund, Kollege Birkwald. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin der Kollegin Carmen Wegge, SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren! Seit Monaten ist die netzpolitische Community durch die CSA-Verordnung in Alarmbereitschaft und in Aktion. Zu Recht. Denn Artikel 7 der CSA-Verordnung bildet die Rechtsgrundlage für eine anlasslose Überwachung jeglicher elektronischer Kommunikation via Messenger-Diensten aller EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Der Vorschlag wird der Abwägung nicht gerecht, zwischen dem Grundrecht, sichere und private Kommunikationskanäle zu haben und dem Bedürfnis, deren missbräuchliche Nutzung zu bekämpfen. Der EU-Vorschlag will vor allem technische Mittel verwenden, um komplexe soziale Probleme zu lösen. Wir als SozialdemokratInnen wissen aber, dass es bei gesellschaftlichen Missständen mehr braucht als KI, Algorithmen und Meldebuttons auf Internetseiten. Deswegen arbeitet die SPD-Fraktion seit nunmehr genau einem Jahr in einer Begleitgruppe Kinderschutz an diesen Themen. Wir führen Gespräche mit Behörden der Strafverfolgung, Kinderrechtsorganisationen, Plattformen und vielen mehr. Gerade weil wir uns schon so lange mit Lösungen zum Schutz vor Gewalt an Kindern beschäftigen, haben wir uns als Fraktion sehr früh geeint zum Vorschlag der Kommission geäußert. Über die Arbeitsgruppen Innenrecht, Digitales und Familie hinweg werden wir daher schon seit dem Tag der Vorlage der EU-Kommission nicht müde zu betonen. Wir werden sicherstellen, dass der Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation und die IT-Sicherheit gewahrt bleiben. Schon im Koalitionsvertrag haben wir allgemeine Überwachungspflichten und Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation ausdrücklich ausgeschlossen, verpflichtende Uploadfilter abgelehnt und ein Recht auf Verschlüsselung vereinbart. Übrigens nicht nur auf Drängen der FDP, sondern auch in unserem Wahlprogramm standen genau diese Forderungen. Der Koalitionsvertrag muss daher für uns die Maßgabe für die Verhandlungen sein. Und genau das ist auch das perfekte Stichwort für den Antrag der Linken, über den wir hier heute debattieren, Verhandlungen. Es ist mehr als verständlich, dass die Fraktion Die Linke ihren Antrag so stellt und formuliert, wie sie es getan hat. Als Opposition fordert sie die Bundesregierung auf, die CSA-Verordnung komplett abzulehnen. Realpolitisch macht das zu diesem Zeitpunkt aber nun wirklich keinen Sinn. Wir haben als Regierungsfraktion andere Mittel zur Verfügung. Wir haben die Macht, mitzubestimmen. Wir müssen etwas nicht von Anfang an ablehnen, sondern wir haben noch die Chance, etwas zustimmungswürdig zu machen. Denn weder die Festlegung auf ein Nein noch auf eine Enthaltung würden den Vorschlag, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, verhindern. Im Rat der EU braucht es lediglich eine qualifizierte Mehrheit, um die Verordnung zu beschließen. Und für alle, die das nicht wissen, das sind 55% der Mitgliedstaaten, die zusammen 65% der europäischen Bevölkerung auf sich vereinen. Nochmal, da reicht ein einfaches Nein von Deutschland nicht aus. Unsere Position ist daher sehr klar. Erstens, die SPD-Fraktion steht für Kinderschutz, der mehr als technische Lösungen in den Blick nimmt. Zweitens, Grundrechte und unser Koalitionsvertrag sind die Richtschnur zur Bewertung und Verhandlung dieser Verordnung. Private Kommunikation und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung müssen geschützt bleiben. Kleinzeitscanning lehnen wir ab. Unsere Innenministerin sieht das übrigens ganz genauso. Und drittens, anders als die Opposition wollen und können wir uns konstruktiv in die Verhandlungen auf EU-Ebene einbringen. Für Letzteres muss die Bundesregierung aber nun auch endlich liefern. Wir fordern die Bundesregierung daher aus dem Parlament heraus auf. Also Nancy Faeser, Lisa Paus und insbesondere Marco Buschmann, setzt euch zusammen. Zeigt den anderen EU-Mitgliedstaaten, wie wir in Deutschland Grundrechtsschutz und Kinderschutz zusammen denken können.
Denn dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird vielleicht am Ende auch alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wegge. Nächster Redner ist der Kollege Christoph de Vries, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zahl der Berichte über sexuellen Kindesmissbrauch im Internet ist laut Angaben der zuständigen Kommissarin Frau Johansson in den letzten 10 Jahren um 6.000% gestiegen. 6.000%. Und diese erschreckende Entwicklung spiegelt sich auch wieder in der Zahl der Verdachtshinweise, die das BKA von der amerikanischen Organisation NCMEC erhält und die Grundlage aller Ermittlungsverfahren nahezu in Deutschland ist. Der BKA-Chef Münch rechnete für das Jahr 2022 mit 120.000 Hinweisen. Das ist allein gegenüber dem Jahr 2019 fast eine Verdopplung. Wir haben es also mit einer kontinuierlichen, rasanten Weiterverbreitung und Wachstum bei der Weiterverbreitung dieses widerlichen Materials im Netz zu tun. Und die meisten Missbrauchsbilder und Videos, die bleiben unentdeckt und die Opfer bleiben im Verborgenen. Und um es auch noch mal zu sagen, es ist ein europäisches Thema. 62% des weltweiten Kindesmissbrauchsmaterials werden hier auf Servern in der EU gehostet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus unserer Sicht ist es allerhöchste Zeit, unsere Anstrengungen im Kampf gegen den sexuellen Kindesmissbrauch in Deutschland und in Europa auszuweiten. Und das ist das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich zwei Feststellungen machen. Wir als Union sind der EU-Kommission außerordentlich dankbar für ihren Vorschlag zur Vorbeugung und Bekämpfung des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und wir begrüßen es auch ausdrücklich, dass sich die Kommission für die Rechte, für den Schutz und für die Sicherheit von Kindern online und offline einsetzt. Alle Anbieter und Plattformen müssen ihren Beitrag dazu leisten, dass sexuelle Gewalt nicht in ihren Angeboten noch befördert wird. Und meine zweite Feststellung: Ich finde es unerträglich, dass die Fraktion der Linken angesichts dieser erschreckenden Entwicklung, die ich geschildert habe, einen Antrag vorlegt, indem sie sich ausschließlich ablehnend zu den vorgeschlagenen Maßnahmen der EU-Kommission positioniert und keinen einzigen alternativen Vorschlag hier uns unterbreitet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deutlicher kann man nicht demonstrieren, wie egal einem der Schutz und die Sicherheit von Kindern vor sexuellem Kindesmissbrauch ist. Da fragt man sich, ob in Ihrer Fraktion überhaupt eigentlich sich jemand dem Kinderschutz verpflichtet fühlt. Aber in diesem Zusammenhang muss ich leider auch den Umgang der Bundesregierung mit diesem Thema darauf eingehen. Das ist ja eben auch angeklungen, Frau Wegge. Der Verordnungsvorschlag liegt seit Mai letzten Jahres vor. Und obwohl die zuständigen Verhandlungen in der Gruppe, in der Ratsgruppe jetzt bereits im Januar weitergehen werden, gibt es überhaupt keine Positionierung der Bundesregierung in dieser wichtigen Frage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem Respekt für die Unterschiedlichkeit Ihrer Position, das ist völlig inakzeptabel und das ist auch ein Armutszeugnis bei so einem wichtigen Thema. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Das mache ich, Herr Präsident. Eins ist für uns klar. Wir als Union werden gewiss auf der Seite der Kinder und des Kinderschutzes stehen. Wir wollen auch das Internet zu einem sicheren Ort für Kinder machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege de Vries. Nächster Redner ist der Kollege Tobias B. Bacherle, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen! Für uns hoffentlich alle hier im Haus ist klar, wir müssen dringend die europaweite, die koordinierte Bekämpfung und Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und deren Prävention verbessern. Dieses Ziel geht der Verordnungsvorschlag der Kommission endlich an, und das ist auch gut so. Aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und das trifft in diesem Fall leider auch zu. Natürlich müssen wir die Strafverfolgungsbehörden stärken, wir müssen ihre Skills schärfen. Und es braucht mehr Kooperation in Europa. Aber spätestens wenn man in diesem Entwurf, in diesem CSAM-Proposal dann an dem Punkt Client-Side-Scanning ankommt, also das, was wir oft auch als Chat-Kontrolle da hier diskutieren, dann fragt man sich schon, ob die Kommission gedacht hat, wenn wir so ein wichtiges Thema und eine gute Überschrift nehmen, ob das dann niemand mehr durchliest. Weil
Die Idee ist ja alt, Verschlüsselung verbieten zu wollen, einen Angriff auf unsere sichere private Kommunikation zu machen. Jetzt nennt man das anders und man ändert ein bisschen das Vorgehen. In Zukunft greift man beim Client-Side-Scanning halt auf das Endgerät des Nutzenden vor. Man sagt, danach wird es verschlüsselt, aber wir lesen halt vorher mit. Das ist aber das Gegenteil von dem, wofür wir uns als Koalition einsetzen. Wir wollen ja mehr Cybersecurity und nicht noch zusätzliche Sicherheitslücken staatlich einfordern. Und wir wollen vor allem private, sichere Kommunikation stärken. Wir setzen uns ja auch international überall gegen Überwachungsstaat und digitalen Autoritarismus ein. Da können wir nicht so eine Blaupause, noch mal so eine Idee, eine technische Innovation in die Welt setzen. Also, Client-Side-Scanning, aber auch Altersverifikation, wo nicht ausbuchstabiert ist, wie das dann grundrechtskonform möglich sein soll, Netzsperren. Es ist nicht überraschend, dass es Gegenwind für diesen Vorschlag gibt. Aber, liebe Linksfraktion, wir werden Ihrem Antrag heute trotzdem nicht zustimmen, weil wir wollen, dass die Bundesregierung sich gegen den inhaltlichen Quatsch einsetzt, die Stärken dieses Entwurfs aber eben auch tatsächlich hervorhebt. Und das können wir dann hier als Haus gerne noch mal beschließen und der Bundesregierung mitgeben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bacherle. Als Nächstes hat das Wort die Kollegin Barbara Lenk, AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist ein furchtbares Verbrechen. Jeder Vorfall sowie dessen Verbreitung gehören konsequent verfolgt und geahndet. Der vorliegende Antrag bezieht sich auf eine Verordnung der EU-Kommission, dessen Ziel es ist, zu verhindern, dass Online-Dienste weiterhin zur Verbreitung von Darstellungen des sexuellen Kindesmissbrauchs genutzt werden können. Digitale Plattformen müssen gemäß dieser Verordnung präventiv und anlasslos entsprechendes Material in den Profilen und Kanälen ihrer Nutzer suchen, aufdecken, melden und entfernen. Selbst vor einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gängiger Messenger-Dienste macht die Verordnung nicht Halt, daher auch der Begriff der Chat-Kontrolle. Angesichts der gewaltigen Mengen zu analysierender Daten käme eine solche Online-Überwachung nicht ohne Algorithmen und Filter aus. Einzelne Konzerne benutzen diese bereits heute freiwillig. Ob eine Lösung auf Basis künstlicher Intelligenz immer treffsicher zwischen einer Darstellung des Kindesmissbrauchs oder beispielsweise Familienfotos am Strand zu unterscheiden weiß, ist fraglich. Sehr geehrte Damen und Herren, der Kampf gegen die Verbreitung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauch im Internet ist uns ein wichtiges Anliegen. An der Wirksamkeit der geplanten EU-Verordnung aber zweifelt selbst der Deutsche Kinderschutzbund. Die Forderungen Ihres Antrags sind durchaus gut gemeint. Sie berücksichtigen jedoch nicht, dass es schon heute möglich ist, auf richterliche Anordnung Speichermedien und Kommunikationsverläufe einzelner Verdächtiger zu beschlagnahmen und für einschlägige Ermittlungen auszuwerten. Und genau dieses rechtsstaatliche Verfahren hat unsere volle Unterstützung. Der Antrag Ihrer Fraktion kritisiert zu Recht das Scannen von Telefonen und Rechnern ohne Wissen der Nutzer. Ja, wir hätten es hier im Grunde doch mit einer digitalen Hausdurchsuchung zu tun und das ohne Anfangsverdacht und ohne richterlichen Beschluss. Ich möchte es zum Schluss noch einmal auf den Punkt bringen. Ich sehe die folgende Gefahr. Die geplante EU-Verordnung kann als Blaupause für eine digitale Ausforschung der Bevölkerung auf Vorrat genutzt werden. Sie kritisieren mit Ihrem Antrag zwar die EU-Verordnung, aber Ihr Antrag ist nicht weitreichend und vertiefend genug. Deswegen lehnen wir ihn ab. Sehr geehrte Damen und Herren, der Geist der anlasslosen digitalen Rundumüberwachung muss in der Flasche bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Link. Nächster Redner ist der Kollege Manuel Höferlin, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kampf gegen Kindesmissbrauch und die Darstellung dessen
ist extrem wichtig. Und es ist richtig, dass die EU dagegen vorgeht. Das werden wir auch unterstützen. Denn es ist zu Recht vorgetragen, dass das ein ganz wichtiger Kampf gegen unglaubliche Straftaten sind. Aber der Vorschlag, den die EU-Kommission jetzt gemacht hat, ist ein Paradebeispiel für gut gemeint, schlecht gemacht. Im Kern sprechen wir heute über eine Maßnahme, ein Werkzeug, das da vorgeschlagen wird, die Chat-Kontrolle. Und die Chat-Kontrolle ist, wie käme sie so, die größte und weitreichendste Überwachungsinfrastruktur, die es je im Internet gegeben hat, meine Damen und Herren. Und das wollen wir nicht. Um es einfach zu erklären, jeder Chat, egal ob bei WhatsApp, Signal, Telegram, aber auch bei LinkedIn, bei Instagram, eBay, bei Videospielen, überall würde unter diese Regelung fallen. Und jeder dieser übertragenen Informationen in diesen Chats würde am Ende, wenn es entschlüsselt ist, über eine Software geprüft und ausgeleitet. Und das betrifft den privatesten Bereich. Ein Beispiel: Vielleicht haben die meisten von Ihnen eine private Chatgruppe, vielleicht mit Ihrer Familie. Es sind Oma und Opa mit drin. Da werden Bilder ausgetauscht, auch vom Familienurlaub, vom Planschbecken mit den Kindern. Da kommt man ganz schnell in den Bereich, wo die künstliche Intelligenz sagt, das gucken wir uns genau an. Solche Chatverläufe würden ausgeleitet und geguckt. Und außerdem liefern wir ein Paradebeispiel für die Despoten in dieser Welt, die sagen, schaut her in der Europäischen Union und wir haben auch Straftaten, die wir am Ende entschlüsselt angucken wollen. Das werden wir nicht mitmachen. Wie gesagt, das ist der Dammbruch der vertraulichen Kommunikation. Und das geht nicht, meine Damen und Herren. Wir müssen klar sagen, was wir wollen. Wir wollen verschlüsselte, vertrauliche Kommunikation und den Kampf gegen Kindesmissbrauch und die Darstellung. Und ich freue mich, Frau Wegge, dass Sie die Haltung der SPD-Fraktion so klar gemacht haben. Sie ist nämlich deckungsgleich mit der Haltung des BMJ und des BMDV. Und wir werden gerne Ihre Rede in der Abschrift Frau Innenministerin vorlegen, damit wir dann gemeinsam in der Koalition zu einem Ergebnis bei den europäischen Verhandlungen kommen. Herzlichen Dank. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Kollege Höferlin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Anke Domscheit-Berg, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Präsident, liebe KollegInnen, ich bitte Sie dennoch, stimmen Sie dem Antrag der Linksfraktion zu, nämlich die Bundesregierung dazu aufzufordern, die Chatkontrolleverordnung der EU abzulehnen. Die soll zwar dem Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt dienen, sie ist aber stattdessen ein Gruselkabinett an Grundrechtsverletzungen, zum Beispiel die automatische Durchsuchung von Chatnachrichten nach verdächtigen Inhalten und Bildern. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages hat aufgezeigt, dass diese Verordnung weder mit EU-Grundrechten noch mit der deutschen Verfassung vereinbar ist. Stattdessen stellt sie das Ende der Vertraulichkeit elektronischer Kommunikation dar. Sie ist eben nicht geeignet, Kinder zu schützen. Sie ist aber auch nicht angemessen, denn es gibt Alternativen, die dieses Ziel erreichen könnten, ohne solche Grundrechtsverletzungen. Sie ist auch nicht verhältnismäßig, denn ihr Nutzen ist, wie beschrieben, ja fraglich, die Nebenwirkungen aber erschreckend. Zum Beispiel die hohen Fehlerquoten beim automatischen Scanning. Da werden Fotos badender Kleinkinder Ermittlungsbehörden überschwemmen, die am Ende vom Ermitteln tatsächlicher Verbrechen abgehalten werden. Es werden Jugendliche kriminalisiert, weil deren alterstypisches Sexting mit strafbarem Grooming verwechselt wird von Algorithmen. Es wird Cyberkriminalität begünstigt, denn laut Wissenschaftlichen Dienst gibt es nur zwei technische Möglichkeiten, dieses Vorhaben umzusetzen. Das ist entweder, man macht die Verschlüsselung kaputt, ein klarer Bruch der Koalitionsvereinbarung wäre das, oder aber man liest die Inhalte auf dem Gerät vor dem Verschlüsseln mit. Und das geht technisch nur, wenn man Hintertüren überall einbaut. Und diese Hintertüren werden eben auch Kriminelle benutzen. Das ist völlig inakzeptabel, meine Damen und Herren. Neben der Chatkontrolle ist aber auch ein verpflichtender Altersnachweis drin für alle Messenger- oder App-Stores und unglaublich viele weitere invasive Maßnahmen. Viel mehr dazu finden Sie auf meiner Webseite www.ankedomscheidberg.de. 2 Minuten sind zu wenig. Liebe Kolleginnen, verhindern Sie den Bruch des Koalitionsvertrages, retten Sie das elektronische Briefgeheimnis und helfen Sie, Kinder tatsächlich besser zu schützen. Wenn Sie dieser Verordnung zustimmen, ich bin quasi fertig, dann bauen Sie wirklich die größte Überwachungsinfrastruktur auf seit Jahrzehnten. Vielen Dank. Der Hinweis auf Ihre Webseite hätte für die Rede genügt. So, nächster Redner ist der Kollege Daniel Baldi, SPD-Fraktion. Dankeschön.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linksfraktion macht es sich mit dem vorliegenden Antrag ja sehr einfach. Sie lehnen einfach alles ab wegen der Chatkontrollen und machen sich nicht mal Gedanken über mögliche Alternativen. Sie lehnen damit unter anderem ein geplantes EU-Kinderschutzzentrum ab, das Hilfe für die Mitgliedstaaten anbieten soll, zum Beispiel beim Thema Prävention oder Opferhilfe. Die Kollegin Lob wird gleich noch darauf eingehen. In einem Punkt sind wir uns einig. Wir lehnen die Chatkontrolle ab. Die Kollegin Wegge hat es eben noch mal bestätigt. Aber dass Sie deshalb den gesamten Verordnungsentwurf alternativlos ablehnen, das bringt den Kinder- und Jugendschutz und Schutz vor sexualisierter Gewalt in Deutschland und Europa keinen Millimeter weiter. Wir als Haus sind uns einig. Kinder brauchen Schutz im digitalen Raum vor sexualisierter Gewalt. Das zeigt auch eine Studie der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen zum Thema Cybergrooming aus dem Jahr 2021. Befragt wurden mehr als 2000 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren. Cybergrooming, das ist das gezielte Ansprechen von Personen im Netz zur Anbahnung sexueller Kontakte. Und die Untersuchung zeigt, 24% der Befragten wurden nach einem realen Treffen gefragt. 14% wurden aufgefordert, sich vor einer Online-Kamera auszuziehen. 10% der befragten 8- bis 18-Jährigen wurden in einem Chat bedroht. Diese Zahlen zeigen, ein reines Dagegensein, das hilft niemandem, es schadet dem Kinder- und Jugendschutz. Wir sind deshalb zum Handeln aufgefordert. Und diese Kontaktaufnahme, das Grooming, das passiert nicht irgendwo im Darknet, in ominösen Schmuddel-Apps, sondern das passiert in alltäglichen Apps mit Chatfunktionen, die wir alle kennen und nutzen. 30% der Betroffenen sind bei Instagram von Grooming betroffen, 9,4% beim Online-Fußballspiel FIFA, 8,6% beim Spiel Minecraft. Die Altersempfehlungen im App Store für dieses Spiels 12, 4 und 9 Jahre. Jugendschutz in App Stores, Fehlanzeige. Eine Minimalforderung nach diesen Zahlen wäre doch zumindest, Chatfunktionen müssen eine Rolle spielen bei der Altersempfehlung. Aber auch hier bleibt Ihr Antrag ohne Ideen und ohne eigene Lösungsvorschläge. Der Verordnungsentwurf geht noch weiter als das, was ich eben genannt habe. Er sieht vor, es wurde eben schon angesprochen, App Stores werden verpflichtet, sicherzustellen, dass Kinder keine Apps runterladen können, bei denen Täter Kontakt mit Kindern aufnehmen können. Diese beschriebene Identifizierungspflicht im Netz lehnt die Koalition ab. Aber ich bin Frau Faeser und der Bundesregierung dankbar, dass sie pseudonyme und anonyme Altersverifikation zumindest technisch überprüfen lassen will. Damit bringen wir den Kinder- und Jugendschutz effektiv nach vorne. Ihr Antrag hingegen bringt keine Lösung. Deshalb lehnen wir ihn ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als Nächste hat die Kollegin Dr. Silke Launert das Wort, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Es gibt Neins, die nicht ausgesprochen müssen, weil sie so offensichtlich sind. Nein, ich will das nicht. Nein, ich will nicht angefasst werden. Das sind Worte, die auch ohne, dass sie gesagt werden, auch dann, wenn sie stumm bleiben, so laut sind, dass sie nicht überhört werden können. Und dennoch werden Zehntausende dieser Neins jedes Jahr ignoriert. Ignoriert von den Tätern, welche die körperliche und seelische Integrität von Kindern aufs Schlimmste verletzen. Allein die Vorstellung mag den meisten hier sicherlich ein Gräuel sein, aber dennoch passiert es jeden Tag, immer wieder, überall, im Analogen, aber eben auch im Netz. 39.000 Fälle von Kinderpornografie wurden von den Polizeibehörden im letzten Jahr festgestellt, doppelt so viel wie im Jahr vorher. Und wir haben die Zahlen vorher auch schon gehört, die Zahlen explodieren in den letzten Jahren regelrecht. 15.500 Kinder wurden missbraucht, Fälle von Kindesmissbrauch, 145 Kinder, die meisten davon nur bis circa 6 Jahre alt, sind gestorben. Das ist jetzt nur mal eine Zahl oder Zahlen aus dem Hellfeld. Es ist allgemeiner politischer Konsens, dass wir unsere Kinder vor sexuellen Übergriffen schützen wollen. Denn Kinder, Jugendliche, wenn sie einmal Opfer geworden sind, dann vergessen sie das nie und es holt sie auch im Erwachsenenalter wieder ein. Nein, es ist eben nicht eine Narbe, die verheilt. Es ist eben eine Narbe, die immer wieder aufbricht. Und genau deshalb ist es so wichtig,
die richtigen Prioritäten zu setzen. Denn wenn wir es tatsächlich ernst meinen mit dem Kinderschutz, dann hilft es nichts, wenn wir die Ermittlungsbehörden an ihrer Arbeit behindern. Wenn wir es wirklich ernst meinen, dann geben wir ihnen das Instrument, das Linksgrün permanent verweigert, im Zusammenhang einer vorübergehenden, für alle natürlich gleichen allgemeinen Speicherung der IP-Adressen. Und zur EU-Verordnung, Sie haben natürlich recht, da gibt es Klärungsbedarf, sowohl in rechtlicher als auch in technischer Hinsicht. Aber wer es wirklich ernst meint mit dem Kinderschutz, der lehnt nicht pauschal ab wie die Linke hier, sondern sucht nach Lösungen, ernsthaft getragen von der Verantwortung für das Leben, für die Gesundheit, für das seelische Wohl unserer Kinder. In der Zielrichtung sind wir uns einig, aber die einen stellen den Datenschutz deutlich über den Kinderschutz und die anderen kämpfen, werden von Gerichtsurteilen ausgebremst. Ich muss sagen, es hat mich sehr bewegt, dass in den letzten Jahren die SPD-Ministerinnen waren es übrigens, noch ganz anders als Herr Maas, bereit waren, immer wieder neu anzufangen und einen Schritt zu gehen. Warum? Weil sie das Leid der Kinder gesehen haben. Ja, vielleicht muss man eine Frau sein, um ein bisschen mehr Empathie da auch zu haben und die Prioritäten anders zu setzen. Lassen Sie uns den Spielraum nutzen, den Spielraum. Jetzt kommt gleich der Diskriminierungsvorwurf. Ich warte schon drauf. Nein, Frau Kollegin, von mir kommt die Bitte zum Schluss. Vielleicht muss man den Spielraum einfach nutzen, den der EuGH uns gibt. Ich drücke der Ministerin die Daumen, dass sie den Mut dazu hat, denn es gibt genug Neins, die nicht gehört werden. Es wird Zeit, dass sie ans Licht kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Launert. Nächste Rednerin ist die Kollegin Denise Lob, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen! Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Das gilt für die nationale wie europäische Ebene. Und es ist gut, dass sich nun auch die Europäische Kommission auf den Weg gemacht hat, den Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen anzugehen. Wir Grüne denken dabei den verfassungsrechtlich verankerten Kinderschutz und Grundrechte im digitalen Raum zusammen. Der Antrag der Linksfraktion greift allerdings zu kurz und verengt die Diskussion um den Verordnungsentwurf der EU auf die sogenannte Chatkontrolle. Schade, denn im Entwurf sind im Gegensatz zur Chatkontrolle auch sehr sinnvolle Vorhaben enthalten. So zum Beispiel die geplante Einführung eines EU-Zentrums zur Prävention und Bekämpfung von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Es ist klar, sexualisierte Gewalt im Netz macht vor nationalen Grenzen nicht Halt. Hier ist Koordination, Kooperation und Austausch über Landesgrenzen hinweg notwendig. Deswegen soll das EU-Zentrum unter anderem eine Vernetzungsstelle für Europol und nationale Strafverfolgungsbehörden sein. Es soll als Wissenszentrum für bewährte Praktiken im Bereich der Prävention und Opferhilfe dienen. Und nicht zuletzt soll es evidenzbasierte Forschung vorantreiben. Auch die Risikobewertungs- und Risikominderungspflichten für Anbieter von Online-Diensten ist ein positiver Aspekt des Verordnungsentwurfs. Das ist gut, denn Anbieter sind verantwortlich. Sie müssen Minderjährige im digitalen Raum schützen. Und genau in diesem Sinne sollte es noch weitergehen. Wir sollten Anbieter von Online-Diensten noch konkreter in die Pflicht nehmen, Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum zu entwickeln und umzusetzen. Und deswegen können wir Ihrem Antrag leider nicht zustimmen. Vielen Dank, Frau Kollegin Lob. Letzter Redner des heutigen Tages ist der Kollege Maximilian Funke-Kaiser, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es hält sich hartnäckig und will einfach nicht weg über Überwachungsfantasien, jetzt mit dem Thema Chatkontrolle. Und es kommt selten allein, wie man so oft weiß, sondern immer unter dem Deckmantel der vermeintlichen Schaffung von Sicherheit und häufig gegen die Rechtsprechung höchster Gerichtsbarkeiten, siehe Vorratsdatenspeicherung. Und an der Stelle ganz klar, für die FDP ist es klar, es gibt ein digitales Briefgeheimnis. Wie die Kommunikation mit Stift und Papier muss auch die Nachricht über das Internet vertraulich sein. Diese Nachricht, sie ist ebenfalls schützenswert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen haben wir uns als Ampelkoalition nach Jahren konservativer Law-and-Order-Politik aus guten Gründen auf das Recht auf Verschlüsselung im Koalitionsvertrag
geeinigt. Dieses Recht, das ist keine Floskel in diesem Vertrag. Es muss Kernbestandteil einer liberalen Demokratie im digitalen Zeitalter sein. Und ja, daran muss ich natürlich auch das BMI halten. Und erfreulicherweise hat ja Bundesinnenministerin Faeser bereits erklärt, dass sie gegen Client-Side-Scanning ist. Der nächste konsequente Schritt muss jetzt sein, dass die schriftlichen Ausführungen aus Ihrem Haus auch den mündlichen Ausführungen der Ministerin übereinstimmen. Denn Europa schaut auf uns. Europa schaut auf uns. Denn es braucht eine klare Positionierung, insbesondere aus Deutschland. An der deutschen Haltung darf es keine Zweifel geben. Warum? Eine Chatkontrolle ist der Rückschritt in dunkle Zeiten in unserem Land. Erziehung durch Angst, Angst durch Repression und Repression durch Ungewissheit, das ist nicht der Weg einer freiheitlichen Gesellschaft und liebe Linke natürlich nicht der Weg dieser Koalition. Und ganz klar, wir müssen Kriminalität bekämpfen und wir müssen ganz explizit den Kindesmissbrauch bekämpfen. Das erreichen wir allerdings nicht mit Massenüberwachung. Das erreichen wir mit einer besseren Ausstattung der Polizei, besonders im digitalen Raum, und einer Verstärkung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. Wir brauchen eine ganzheitliche Strategie, die übrigens in Ihrem Antrag auch fehlt, liebe Linke. Deswegen lehnen wir diesen auch ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Funke-Kaiser. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion Die Linke zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Hier Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4963 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 2336 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen, CDU, CSU und AfD-Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke, Enthaltungen keine. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.